Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. Wir sind in Columbia auf der First Lady und gehen jetzt gerade mal runter von der First Lady. Sind jetzt auf den Fabrikdocks und müssen zu Fink's Labor. Denn Dr. Soo-Chong möchte gerne eine Haarlocke haben. Von wem auch immer und was auch immer er damit machen will. Er möchte sie haben. Und wir kommen hier nicht raus. Was? Wo muss ich denn lang? Hier lang, ja. Aber hier komme ich ja nicht lang. Ach, da oben. Ach, ich kann ja Entlüftungsschalter. Ja, stimmt. Das vergesse ich. Diese veränderte Spielmechanik. Die verwirrt mich noch ein bisschen. So. And you done me good service, but Daisy Fitzgerald. I will not hurt the boy. Die Lutesses. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said. And a famous man shall say. I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play. Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Was? Hallo, Daisy. Kommen hier nicht raus? Oder wer sitzt denn eigentlich da? Ein Junge? Und ein Mann? Wer das wohl sein kann? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne wissen. Und vielleicht würde ich die auch gerne befreien. Sehr, sehr verworren alles. Also ich bin echt zu doof für dieses Spiel, glaube ich. Nicht, dass ich allgemein schon zu doof für Shooter bin. Ich bin zu doof, um dieses Spiel hier zu verstehen. Oh, was macht er mit seinem Kopf? Nicht mehr viel. Ah! Erleiden keinen Nahkampfschaden. Scheiße. Boah. Da habe ich die falsche Dings gewählt. Die falsche Aktion. Scheiße. Eine andere Waffe. Den Revolver. Aber ich hoffe, jetzt ist eh Ruhe. So, Ruhe da. Ruhe im Puff. Da drin ist ein Voxo Audio Log. Was, hier ist noch jemand? Ah, verdammt! Wie sind denn hier? Warum entdecken die mich alle? Ach, verdammt. So. Das war's jetzt endlich. Und ich ruhe hier im Puff. Aber ich traue mich nie aufzustehen. Hier hat Daisy... Oder hier wurde Daisy getötet, oder hier hat Daisy jemanden getötet. Falls ihr euch noch erinnert. Wo müssen wir lang? In diese Richtung. Gut, dann gehen wir mal in diese Richtung. Wie kommen wir denn hier rein? Ach, so, durch die Tür. Okay. Slow, live, Daisy! Make you die real slow. Was? Wer? Wo? Wo denn? I'll hunt you down. Wo ist denn die?
Ach da. Ah, verdammt, hüpf doch nicht weg. So. Kopfschüsschen. So, hier haben wir auch das Voxophon. Ach, kein Audiolog, sondern diesmal ist es wirklich ein Voxophon. Fitzroy, nicht Fitzgerald. Na klar. That's what the people need. But sometimes I feel all I have to offer them is blood and fire. The things they done to me, I can't forget them. I was Columbia's victim, and victimhood begets shame. Oh, what element of human experience is more corrosive than shame? I'm rotted from the inside out. What do I have to offer this revolution except my own dark motivations? When all is said and done, what's more important to me? The people I want to save? Or those I want to murder in their beds? Ich fürchte, Letzteres ist dir wichtiger. Ah, die Daisy, die Daisy, die Daisy. Na, schon wieder vorbei, verdammt. Ich hätte gern so einen Krachmacher. Gut, hier sind die Schritte eh gedämpft auf dem Teppich. Hallo? Wo sind wir? Ach, hä? Sind wir jetzt wieder zurückgegangen? Habe ich jetzt ein Lock gepickt, dass wir wieder... Hä? Ach so, ah, hä? Ah, ja, jetzt verstehe ich. Wir sind ja vorhin durch den Luftschacht geklettert. Ja, ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ich verstehe. Ein Finks Labor, eieiei. Und das jetzt im Stealth-Modus... Das kann ja eiter werden. Huiuiui, ich dachte, ich hätte verfehlt. Ich wollte gerade schon schreien. Nein! Aber ich habe noch getroffen. Büro von Jeremiah. Was? Wer spricht denn da? Bitte kein Handyman. Da ist so ein Spacko. Gonna hunt you down. Okay, komm her, komm her, komm her. Wer huntet hier wen down, hä? Wer huntet wen down? Noch ein Voxophon, wieder von Daisy. Yeah, there's a war coming. You can smell it in the air. Fear, hatred, people dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution to find a common ground, but what common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How do you deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. And when the time comes, will I be able to stay the hand? Wir müssen in die andere Richtung, deswegen schauen wir erstmal hier. Ob es hier etwas Interessantes für uns gibt. Ein Verkaufsautomat. 100 Eve, aber wir haben Eve gerade voll. Munition für Revolver. Guck mal, ein bisschen. Wie viel haben wir? 38 nur. Wir brauchen auf jeden Fall den. Lockpicks kosten 18. Wir haben aber noch 4 Stück. Das ist eigentlich ganz okay. Erste Hilfekasten leider zu teuer. Schade. Zwei Geld fehlt noch. Gibt's hier irgendwas? Nein. Sprinten wir mal ganz ausnahmsweise und hören direkt wieder damit auf. So, wir gehen jetzt hier drüben rein. Die hatten was geblinkt. Nein, da sind nur Funken auf den Boden geflogen. Das sah so aus, als hätte es geblinkt. So, jetzt zack runter. Tür auf. Private Quarters of Jeremiah Fink.
Ob sich auch hier Vox Populi rumtreibt? Das sieht sehr, sehr leer aus hier. Ich wette, die waren, zumindest waren sie hier. Was steht denn da oben links manchmal? Prayer, Sleep, Leisure. Wow. Think. Pink. Nur Sleep ist offen. Und hoffentlich ist da diese Locke, die dieser Spacko will. Hallo? Jemand hier? Scheinbar nicht. Huch, ich wollte nicht springen, ich wollte nur aufstehen. Na, das ist ja gemütlich hier, ne? Sehr gemütlich. Uhrenschlüssel? My guess is that it has something to do with that giant clock out there. And that clock has something to do with opening the door to Fink's lab. Okay, kommt jetzt ein Rätsel, ja? Oh, ein Voxophon. A current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong. And it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia. Return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again mysteries. Sie wollten irgendwohin zurückkehren, aber da, wo sie zurückkehren würden, waren sie schon gestorben. Und das hätte sie dann nur zu Fleisch gemacht und sonst nichts. Hui. Hui. A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No. We've already found the clock key. We can manually wind it. Open whatever door we please. Okay. Stell die Uhr. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yeah, well, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Kann ich denn hier irgendwie... Ah, Uhrenschlüssel benutzen. Kein Rätsel. Okay, das ist gut. Dann gehen wir mal hier in den Gebetsraum rein. Also wenn hier jetzt Vox Populi sind, ja, eingeschlossen hinter einer Tür, die nur irgendwann mal aufgeht, dann verliere ich ein bisschen den Glauben. Nee, Alkohol trinken wir nicht. Der Fink war wohl ein kleiner Trinker, was, wenn er gebetet hat. Aber hier scheint wirklich keiner zu sein. Gut, wir stehen auf und bleiben hängen, festhängen. Zigaretten rauchen? Nee. Wollte ich jetzt nicht. Eve ist voll. Abel Prophet. Untold Prophet. Ein fähiger Prophet. Nie dagewesener Prophet. Sie sorgen dafür, dass die Verkäufe steigen. Ich bringe das Schlangenöl. Was? Zachary, du alter... Assi. Sure to impress the Roops, Cubes, Zoops. Kann ich nicht lesen. Handschrift ist nicht meins. Hier scheinen wir aber falsch zu sein. Hier gab es nur Alkohol und eine Eve-Kanüle. Dann müssen wir wohl in das Leisure-Gerät rein. Stellen wir nochmal die Uhr. So, hier bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Kinetoskop. Was? Beschlagnahmt in der Graveyard Shift Bar. Okay. Ein Voxophon. Oh, von Jeremiah. Sea slugs. Goddamn sea slugs. Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a god, and I've seen more evidence to the contrary than in support,
You'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Er regt sich darüber auf, dass diese Schnecken das Adam produzieren. Warum hat das nicht eine Möwe getan oder irgendwelche anderen schönen Tiere? Warum diese tief unter Wasser lebenden Schnecken? So, und hier ist ein Kinetoskop, was wir uns mal angucken. In der nächsten Folge, beschlagnahmt in der Graveyard Schiffbar. Hier müsste eigentlich auch die Locke sein. Hier ist eine Kostenschätzung. Wir waren da jetzt in allen Räumen. Wo ist die Locke? Naja, in der nächsten Folge schauen wir mal in dem Kinetoskop, was uns da für tolle Infos erwarten. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.